Und nach dem Einfärben der Brücke geht es jetzt ans Einfärben der Einzelzahnkronen aus Solid FX Multilayer. Und hier ganz wichtig, es muss ein anderes Liquid verwendet werden. Ich habe mir das markiert, das ist das Ceramel Liquid FX. Und ich mache mir hier auch wieder eine Mischung wie bei der Brücke für den Inzisalbereich, um die Helligkeit ein wenig zu senken. Aber Achtung, hier ein anderes Mischungsverhältnis. Ich mache drei Teile grau, zwei Teile violett und fünf Teile dimmer. Und ich messe das wieder in Form von Tropfen ab. Das heißt, drei Tropfen grau, zwei Tropfen violett und fünf Tropfen dimmer verwende ich, um dann nachher den Inzisalbereich zu charakterisieren, die Helligkeit zu senken, sodass hier mehr Transparenz vorgetäuscht wird. Das nächste Töpfchen hier, das ist die A3. Nehme mir die raus und markiere mir die A3 mit dem roten Marker Liquid. Und dann zu guter Letzt nehme ich die A2 her und markiere mir die mit dem gelben Liquid Eye Marker Liquid. Und dann geht es ans Einfärben. Wir starten mit dem Inzisalbereich der Restaurationen. Hier wird gezielt und punktuell der Pinsel nochmal abgestreift, sodass hier nicht zu viel Liquid im Pinsel ist. Und ihr seht, wie dünn der Pinsel ist. Das reicht aber völlig aus. Wird der Inzisalbereich punktuell eben, ihr seht es hier schön, in der Helligkeit nochmal gesenkt und ein klein wenig Transparenz vorgetäuscht. Das mache ich bei allen Restaurationen gleich am Eckzahn, am seitlichen Schneidezahn und am mittleren Schneidezahn. Nachdem das dann aufgetragen ist, geht es ans Kolorieren mit der A3. Und hierbei trage ich beim Eckzahn insgesamt A3 auch auf der Vestibulärfläche auf, um das Chroma beim Eckzahn ein klein wenig zu erhöhen. Der darf ja ruhig etwas chromatischer sein, der Eckzahn. Ich beginne palatinal, dann geht es nach approximal weiter. Und zu guter Letzt die Vestibulärfläche, sodass der ganze Eckzahn ein klein wenig mehr Chroma hat als der seitliche Schneidezahn und der mittlere Schneidezahn. Der mittlere und der seitliche Schneidezahn, dort verwende ich die Farbe A2 und die trage ich vor allem palatinal auf und approximal auf der Labialfläche, nur ganz wenig zervikal Richtung Rand. In der Mitte der Krone ist kein Liquid aufgetragen, sodass hier die Helligkeit am größten ist. Und damit ist das Einfärben der Restaurationen vor dem Dichtsintern beendet.